Siehst du tatsächlich schon jeden Tag besser oder hast du gar keinen Einblick darin, wie du das überhaupt anstellen sollst? Weil Herausforderung ist dann natürlich, die du dann momentan hast, wenn du es nicht konkret auf den Punkt bringen kannst, dir fehlt das Ziel. Und solange wir uns kein Ziel angesteckt haben, wissen wir auch gar nicht, wohin das Ganze sich bewegen soll. Und infolgedessen haben wir konkret überhaupt gar nichts, was da irgendwo vom ganzen Hintergrund her angepasst werden kann, um da auch besser zu werden. Wenn wir nämlich eine Zielsetzung herbeiführen wollen, dann ist es möglich, weil wir das definiert haben, dieses auch zu erlangen, zu erreichen. Aber nicht ohne dem. Wenn wir zum Beispiel von A nach B kommen wollen, müssen wir wissen, wollen wir da zu Fuß hin, wollen wir da mit dem Fahrrad hin, mit dem Auto, mit dem Bus. Aber wenn wir das nicht im Vorfeld klar ansagen und irgendwie das herauslösen wollen, indem wir einfach nur sagen, ich warte auf irgendwelche ungewissen Situationen oder vielleicht macht das jemand anders möglich. Ja, dann spielst du mit dem Gedanken, dass irgendjemand auf dich zukommt und dich dahin bringt. Weil es wird meistens nicht eintreffen. Und du musst für dich herausfinden, was möchtest du letztendlich? Wie möchtest du von A nach B kommen? In dem Fall, wie möchtest du deinen Tag gestalten, deine Ziele, die du dir angesteckt hast, jetzt, mittlerweile, wie möchtest du die wirklich auf dem direkten Wege anvisieren? Wenn du das nicht machst, wird das nicht greifbar, nicht realisierbar und für dich niemals realistisch werden. Und das musst du dir vor Augen führen, weil das ist der Kern des Ganzen. Und auch diese Aussage, dieser Vorgehensweise. Und da kannst du natürlich für dich entschließend und für dich einen wirklichen Ausgang treffen. Oder du sagst dir ganz klar, nö, ich entschließe mich nicht und setze nicht fest irgendwie was an, sondern ich lasse das so auf mich zukommen. Wenn dir das gefallen hat, was du hier in diesem Video noch auf den Weg bekommen hast, teile es jetzt mit anderen Menschen. Wenn du auch eine gewisse Absicht hast, nicht nur meine Videos zu konsumieren, sondern möchtest da wirklich was draus machen, dann schick mir einfach mal eine Nachricht. Wir werden zusammen herauslösen, was du denn noch so auf dem Kasten hast, wie das für dich realisierbar sein wird. Und ich freue mich auf unser gemeinsames nächstes Mal. Mach dir jetzt was draus in diesem Sinne und bis zum nächsten Mal.